Moin moin, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Geschichte. Ich habe eine gefunden. Ja! Und ja, es ist wieder eine lustige Geschichte. Ich habe es gefunden, fragt mich bitte nicht wie, aber ich habe es gefunden. Die Geschichte heißt, wie man einen Aal tötet. Und glaubt mir es ist was völlig anderes, was ihr euch jetzt vorstellt. Kommen wir zu der Geschichte, die wiederum lautet, wie man einen Aal tötet. Der 12-jährige Max war für sein Alter sehr neugierig. Von einem Schulkameraden hat er einmal gehört, dass dieser einem Mädchen den Hof machte. Nun fragte er sich natürlich, wie man sowas anfängt. Deshalb fragte er seine Mutter. Anstatt es ihm aber richtig zu erklären, schlug sie ihm vor, sich hinter dem Vorhang zu verstecken und zuzusehen, wie seine Schwester Nicole und ihr Freund Michael, der an diesem Tag zu Besuch kam, das machten. Am nächsten Morgen fragte ihn seine Mutter, ob er denn etwas gelernt habe. Folgendes bekam sie zur Antwort. Und jetzt passt auf. Also, Nicole und Michael haben die eine ganze Weile da gesessen und geplaudert. Aber dann hat Michael das Licht ausgemacht und die beiden fingen an, sich zu umarmen und zu küssen. Dabei ist es Nicole wohl schlecht geworden, denn Michael fuhr ihr mit der Hand unter den Pullover, um nach ihren Herzen zu fühlen, genau wie der Onkel Doktor das immer macht. Ja. Michael konnte es aber nicht so gut wie der Doktor, denn er hatte anscheinend Schwierigkeiten, das Herz zu finden. Und deshalb fummelte er eine ganze Weile herum. Ich glaube, dann ist ihm auch schlecht geworden, denn beide fingen an zu stöhnen und zu seufzen. Da sie nicht mehr sitzen konnten, legten sie sich auf das Sofa. Dann bekam Nicole Fieber. Ich weiß das ganz genau, denn sie sagte, sie wäre unheimlich heiß. Und dann merkte ich endlich, warum es den beiden so schlecht ging. Ein kleiner Babyaal musste in Michels Hose gekrochen sein. Sprang heraus und stand fast senkrecht in der Höhe. Er war mindestens 20 Zentimeter lang, ehrlich. Ich kriege mich nicht. Geil. Jedenfalls hat Michael ihn gepackt, damit er nicht weggehen konnte. Als Nicole den Aal sah, bekam sie Angst, denn ihre Augen wurden ganz groß, ihr Mund stand weit offen und sie rief nach dem lieben Gott. Sie sagte, dass das der größte sei, den sie jemals gesehen habe. Wenn die wüsste, dass es unten im See noch viel größere gibt. Ich krieg mich nicht. Dann fasste Nicole wieder Mut. Sie versuchte, den Aal zu töten, indem sie ihm in den Hals biss. Das dauerte ein ganzes Weilchen und plötzlich machte Nicole ein komisches Geräusch und ließ ihn wieder los. Ich glaube, da hat der Aal zurückgebissen. Ich krieg mich nicht mehr. Ich krieg wieder Tränen in die Haare. Da schnappte Nicole ihn und hielt ihn ganz fest, während Michael etwas wie eine Art Muschel aus der Tasche zog. Sie stülpte
stülpte er dem Aal über den Kopf, sodass er nicht mehr beißen konnte. Jetzt kommt's, Achtung. Scheiße. Nicole legte sich auf den Rücken und spreizte die Beine. Und Michael legte sich auf sie. Anscheinend wollten die beiden den Aal zwischen sich zerquetschen. Aber der Aal kämpfte wie ein Verrückter. Und Michael und Nicole stöhnten und ächzten. Sie kämpften so heftig mit dem Aal, dass beinahe das Sofa umgefallen wäre. Ich krieg schon wieder Bauchweh. Okay. Nach einer langen Zeit lagen beide auf einmal still da. Dann stand Michael auf und sieh da, der Aal war tot. Ich weiß das genau, denn er hing ganz schlaff da und seine Eingeweide hingen heraus. Nicole und Michael waren ganz schön geschafft von dem Kampf, aber trotzdem umarmten und küssten sie sich vor Freude. Es geht noch weiter. Achtung. Doch dann kam der große Schock. Der Aal war doch nicht tot. Er richtete sich wieder auf und der Kampf ging von vorne los. Er muss dieses Mal Michael gebissen haben, denn der lag plötzlich auf dem Rücken am Boden. Da sprang Nicole auf und versuchte, den Aal zu töten, indem sie sich auf ihn setzte. Nach 40 Minuten Kampf war er endlich tot. Diesmal wirklich, denn Michael zog ihm das Fell über die Ohren und spülte es in der Toilette hinunter. Geil. Das war also die Geschichte, wie man einen Aal tötet. Geil, absolut geil. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ich würde mich wirklich freuen. Ansonsten, ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt, wenn ich was Neues gefunden habe. Und ich hoffe, ich finde noch was. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer bei jedem, wo reingeschaut hat. Und sag hier an dieser Stelle Tschüss, ciao, MV. Und bis zum nächsten Mal.